Hallo, willkommen bei meinem Mufan VR Videoblog. Mein Name ist Mo Tensen und ich bin immer noch ein Adler. Adlerflight, es geht weiter. Wir haben schon ein bisschen gespielt und ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Es ist ganz nett. Ich logge mich ein und heute regnet es hier im Menü. Und sie haben es ganz nett gemacht. Es regnet eigentlich, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, dass es ein bisschen gemütlich weiterhin aussieht. Ist ganz lustig, ich habe mir die YouTube-Aufzeichnung von mir angeschaut und tatsächlich sieht man den großen Adlerschnabel, den ich hier unten habe, in dem 2D-YouTube-Mitschnitt nicht. Das ist witzig. Den müsst ihr euch mal vorstellen. Das kommt nämlich so ein bisschen komisch, wenn man sich umsieht, mein Gesichtsfeld herum sind halt Federn und ein Adlerschnabel. Also ich bin so eine Art Zyklopenadler oder so. Okay, mit dem Story-Modus geht's weiter. Letztendlich ist der Story-Modus ja auch nur Fliegen. Eine Aneinanderreihung von lauter Missionchen, die alle dann eine Aufgabe darstellen. Ich muss mal gucken, ich glaube, wir waren letztens mal bei 7 oder 8 gelösten Aufgaben. Nee, eher 7, ne? Und genau, ich muss ja auch kurz zurückerinnern, was hier los ist. Ich kann Federn und Fische einsammeln, ich erinnere mich, genau. Das geht ständig. Ui. Tatsächlich, da ist die 5, die 6 und ob ich schon eine Nummer 7 gespielt habe, erinnere ich mich gerade nicht. Aber ich übe mal, um wieder reinzukommen, erstmal ein bisschen fliegen. So. Oh, genau. Woran ich immer denken musste, war den Kopf zu kippen und nicht einfach zu drehen. Weil bei der Drehung macht man quasi eine sehr langsame. Ah, da war ein Fisch. Oh. Eine sehr langsame Wendung und dreht sich halt auch in der echten Welt rum. Und ich weiß auch nicht. Da ist die 5, da ist die 6. Ich habe bei der 6 zwei Sterne erreicht, also habe ich die schon gespielt. Das bedeutet, ich muss jetzt mal die 7 suchen. Sollen wir hier durchfliegen? Oh, 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 Schande! Oh. Scheiße! Oh Mann, da habe ich mich gerade so gefreut, dass mir das gewagte Manöver geglückt ist. Klatsche ich gegen die Wand. So, oh, das ist auch krass. Seht ihr die orange Säule? Habe ich das schon probiert? Da fliege ich mal hin. Wie war das? Genau, hier geht's schneller. Das ist doch mal was. Ich kann mich echt nicht erinnern, ob ich das schon versucht habe. Das probieren wir mal aus, ne? Oder sollte uns der Totenkopf irgendwas sagen? Puh. Du fliegst schneller und fragst dich, wie schnell du das Ende erreichen kannst. Du bist ganz allein. Okay, das ist wieder eine Art Rennen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Neige den Kopf. Ja, das hat man auch schon. Geisterrennen schließt die Herausforderung ab, um den Modus Geisterrennen freizuschalten. Naja, toll. Gucken wir mal. Ein so ein krasses Rennen habe ich gemacht, aber das war eine andere Location. Da waren so Bären in der Kanalisation. Mal gucken, ob das diesmal auch wieder klappt. So, letztes Mal bin ich ja ganz glimpflich davon gekommen. Wow, und das hier sind so Katakomben. Ui. Und da oben ist ein Schacht, den hätte ich nicht nehmen sollen. Oh mein Gott. Naja. Mal gucken, ob wir hier eine Zeit hinbekommen. Die Speedschächte sind dann wahrscheinlich was, wenn man ein bisschen fitter ist. Ich muss
muss nochmal neu üben. Letztes Mal hat es ganz gut geklappt, aber offensichtlich fehlen mir noch ein paar Feinheiten. Also die Gänge verzweigen sich ja auch ganz schön. Ich muss... Oh mein Gott. ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie das in 2D ausschaut, wenn ihr das seht, aber ihr könnt vielleicht versuchen, euch vorzustellen, wenn das hier so eine räumliche Erfahrung ist. Manche Sachen sind auch wirklich sehr eng. Also, dann ist das schon ein komisches Gefühl, hier durchzurauschen, aber ganz gutes Gefühl. Oh, no, 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 oh, oh, oh. Eieieiei, das ist eng, das ist eng. Oh, meine Güte, ey. Ein echter Adler, so einen Käse machen. Irgendwas ist hier rot aufgeblitzt. Ist es gut? Ist es schlecht? Man weiß es nicht. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Oh Gott. Alter, mir leid, ich mache hier Geräusche wie so ein YouTuber. Aber das ist tatsächlich... Ey, ich hab's geschafft. Yeah. Ein Stern, nein. Ja, das reicht mir. Naja, ne? Hm? Kann man machen. Na, jetzt hier Brass. Fisch. Zack. Yes. Okay, ich weiß nämlich nicht, vielleicht muss ich gar nicht. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach einer grünen 7. Weil ich dachte, ich müsste die erledigen. Die Mission. Aber es ist wirklich... Ach, nee, die habe ich offensichtlich erledigt. Und zwar sehr gut, da habe ich 3 Sterne. Na gut. Dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal den Kollegen da. Eine Orange 9. Ja, ja. So, ein paar Fische hier. So, ich weiß nicht, wer zum ersten Mal reinguckt. Das ist Eagle Flight von Ubisoft, das ich heute spiele. Kann man sich denken. Und ist sehr nett. Hat eine schöne Grafik. Was war das denn? Echt? Ich kann übrigens auch auf der Stelle wenden. Hat eine sehr schöne, saubere Grafik. Das ist ja schon mal immer so das A und O. Sammle Federn in deiner Gegend, um dein Nest auszubauen. Okay. Naja. Sehr schöne, saubere Grafik. Der Stil ist eigentlich auch ganz nett. Ist halt ein bisschen schlicht, aber halt auch ja eine recht komplexe Stadt. Wenn man tatsächlich mal die Geometrie vergleicht, die hier verbaut ist, und es läuft ja alles in sauber auf meiner PlayStation Pro, finde ich es fast ein bisschen schade, weil zum Beispiel Battlezone finde ich ja spielerisch sehr gut, aber das hat grafisch ist das von der Auflösung her einfach mal eine Stufe drunter und sieht deswegen sehr blurry aus. Und da hätte ich mir halt diese Grafikqualität gewünscht, die hier Eagle Flight liefert. Aber kann man halt nicht machen. So, Federn sammelt diesmal. Also mehr oder weniger scheint es bei allen Missionen so ein bisschen sammel dies, sammel das zu sein. Ich habe ja auch, und zwar auf Zeit offensichtlich, allerdings auch schon welche gehabt, die ein bisschen anspruchsvoller waren, wo man einen anderen Adler, glaube ich, war das, beschützen musste und tatsächlich mit seinem Adlerschrei so ein bisschen auf andere Geier schießen sollte. Das war schon ein bisschen fancy. Ich weiß nicht, ob... Ich flieg jetzt mal hier rein. Komm schon. Zack. Oh, das war gewagt. 16. Zack. 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 Achso, also ich sammle Federn und fliege auf Zeit dabei. Jetzt haben wir schon lange keine mehr gesammelt. Ja, da traue ich mich, das war's ein. Die können wir mitnehmen. Oh, 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 oh. Meine Güte, nicht schlecht. Und zack. Genau, und die meisten Challenges, die man hier zu erledigt hat,
sind so Kunstflugeinlagen mit Sammel Quests. So. Aber ich bin mal gespannt, was sich hier noch alles ergibt. Guck mal, jetzt leuchtet da so ein violettes A. Trauen wir uns mal dahin zu fliegen? Klar. Es wäre irgendwie nett gewesen, wenn man noch irgendwas hätte machen müssen, um sozusagen mit den Flügeln zu schlagen oder so, dass man Speed kriegt. Man steuert das Ganze mit dem normalen PlayStation Pad. Ach, das habe ich schon gemacht. Entdecke Design. Das habe ich doch schon gemacht, glaube ich, oder? Egal. Nicht mehr gern machen. So, nochmal eine Speed Challenge. Aber tatsächlich kommt mir die Strecke bekannt vor. Wow, ja, kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ich in die... Oh, oh, oh. Genau ins Zentrum des Kreises treffe, kriege ich immer Speedboni. Oh Gott, nee. Oh, du bist verunglückt, habe ich auch gemerkt. Nochmal. Zack. Das hatte ich nämlich letztes Mal ganz gut gemeistert, würde ich mal. Ist aber auch manchmal an solchen Stellen, ja, nicht 100% klar. Aue! Nee, ich bin heute noch nicht so fit in Fliegen. Ich mach mal lieber... Moment mal, hier muss man irgendwie abbrechen können. Herausforderung neu starten. Beenden. Beende mal die Herausforderung und fliege lieber. Und dann ist eine orangene Herausforderung. Offensichtlich muss ich mich heute erstmal ein bisschen eingrooven. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie jetzt der Online-Teil ist, aber wenn jetzt nicht langsam noch ein bisschen mehr passiert, dann wird es auch langsam ein bisschen Pfad. Also immer nur so und so. Bei der Balz beeindrucken Adler einander mit ihren imposanten Flugdarbietungen. Du musst dein Bestes geben, um deinem zukünftigen Partner zu imponieren. Okay. Na gut. Scheint zumindest angeblich was anderes zu sein, aber ich flieg doch nur durch Ringe, oder? Meine Güte, aber sehr schnell. Ah, Schande. Aber vor allen Dingen, ich denke leider immer nicht dran, den Kopf zu neigen. Und das führt dazu, dass ich dann irgendwann nach hinten gucke. So in der realen Welt. Na gut, ich hoffe, mein Partneradler ist aber nicht zu gelangweilt. Shit. Jetzt wird's aber ein bisschen fröhlicher. Meine Fresse. Das ist schon... Eieieiei. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ein Leben als echter Radler wäre noch stimmig. Oder ständig so eine Sache machen muss. Komm schon, Adler. Speedbonus. Speedbonus. Vorhin. Oh. Meine Güte. Das nimmt kein Ende her. Oh, Schande. Jetzt habe ich beinahe die Abbiegung verpasst. Und tatsächlich, ich gucke jetzt. Das war's.
wenn man den Kopf nicht kippt, dann läuft es so ab, dass ich quasi immer weiter nach rechts gucke und irgendwann sitze ich hier und habe meinen Kopf schon maximal nach rechts gedreht. Mir geht dann nicht mehr. Dann ist es immer ganz gut, wenn es mal wieder endet. Gemeinsame Stärke. Raubvogel, du hast einen Trophäe erhalten, okay? Offensichtlich. Oh. Jetzt gehen wir jede Menge neue Portale auf. Immer wenn ich schon anfange gelangweilt zu werden, kommt aber auch ein neues Kapitel, ich hoffe. Dann, du musst in der Story vorankommen. Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, es gibt jetzt mal was Spannendes Neues zu tun. Oh, wir haben so ein bisschen Nebel über Paris. Ich meine, das ist ja zumindest nett. Es gibt ja im Prinzip nur eine Map, Paris. Aber die gibt es mit verschiedenem Wetter und so weiter und so weiter. Ich frage mich, wenn man das Spiel viel spielt, ob man sich dann irgendwann hier auskennt. Das wäre lustig. So, nächste Herausforderung. Was war das denn? Dein Partner und du seid auf der Suche nach einem größeren Nest. Höher und besser gelegen. Doch einige Nachbarn kommen und nicht, um euch willkommen zu heißen. Na gut. Klingt nach Kämpferei. Grün hinterlassen Windfallen, um Feinde aufzuhalten. Achte auf deine Flügel. Okay. Na, siehst du. Gerade habe ich gesagt, wenn das alles ist, dann wird es aber langweilig und schon passiert was. Eine Krähe ist bloß lästig, aber du hast gelernt, dass sie als Gruppe sehr gefährlich sein können. Jage sie davon, um dein Revier um die Basilika herum zu vergrößern. Dann wollen wir mal. Da bin ich in eine Windfalle geflogen und die ist tödlich. Meine Güte, muss man aufpassen. Wo bist du? Adler. Zack. Ne, ich bin das Adlervieh. Entschuldigung. Möwenvieh. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ich bin auch schließlich hier der Chef der Lüfte. Das muss doch. Ich auch irgendwie. Achso, der rote Pfeil zeigt mir an, wo ein Feind ist und zack. Ja? Sag ich doch, ne? Das ist das EVE Online-Spielen. Das Raumschiff-Shooter macht sich bezahlt. Ja, tatsächlich, dritter Platz, ey. Nicht schlecht. So, das sieht gut aus. Also, ich weiß auch nicht warum, aber scheinbar liegen mir diese etwas militanteren Missionen irgendwie. Zebra. Zebra. Und next one. Oh, das sieht wieder aus wie so ein Speedrennen in einem Gang. Ich sag's euch. Diese Tunnel waren einst das Metrosystem der Stadt. Für die Spannweite eines Adlers sind sie sehr eng. Doch unter dem... Ja. Laber nicht, ey. Ich weiß doch, was hier läuft. Die Spannweite eines Adlers sind sehr eng. Ich guck dem durch. Oh mein Gott. Au, Wurzel. Ich bin verunglückt. Puh. So, gucken wir mal. Das ist ja nicht so gut gelaufen hier. Es wird auch deutlich enger als sonst, habe ich das Gefühl. Immer schwieriger. Das hier voll
Oh Gott, Hilfe. Oh oh. Ach komm schon, ey. Zufällig wachsen die Bäume hier schräg. Oh shit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass wenn man einen Fehler macht, muss man immer wieder von vorne anfangen. Ne? Das macht mich so ein bisschen unlustig, Risiken einzugehen, weil man die ganze Strecke normal fliegen muss. Mir wäre irgendwie so ein Save-Point-System lieber, glaube ich. Verdammt, jetzt habe ich den Kopf nicht geneigt und gucke wieder. Ich sitze auf meinem Sofa und gucke nach rechts. Das ist scheiße. Jetzt geht's. Boah. Woran es liegt, dass einige Titel es sehr gut schaffen mit der Technik, die PlayStation so bietet, zu Rande zu kommen und andere nicht. Ich meine, Rebellion, also die Leute, die Battlezone gemacht haben, haben natürlich definitiv nicht das, die Mannstärke und so wie Ubisoft, aber andersrum ein kleines Team, was halt so aus Nerds besteht, wie die Entwickler von Bound. Da weiß ich zufällig, dass sie aus der Demo-Szene sind. Das sind Polen, ein polnisches Team aus der Demo-Szene. Sehr talentierte Leute. Und die machen halt mal ein Spiel wie Bound. Und das ist technisch einfach Oberkante. Das ist brillant. Und unter Umständen nicht so komplex wie Battlezone, was so die Spielmechanik angeht. Aber ich glaube, wenn ich mich entsinne, ja, grafisch doch, also so viel ist bei Battlezone nämlich auch nicht los. Das sind nur diese paar Bären. Ein paar Häuschen und so ein Zeug, die da rumeiern. Das ist einfach nicht so dolle und dafür könnte so ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht. Ich muss aufhören, ständig darüber zu erzählen, dass ich Battlezone eine bessere Grafik möchte. Ne? Vielleicht wird es ja eines Tages noch geben. Ich weiß ja nicht, was Rebellion in ihrer Freizeit sonst so macht, aber ich verlasse den Spielbereich. Das wollen wir ja nicht. Vielleicht kriegen wir eines Tages ja noch einen Patch. Das wäre der Knaller. Bei Eve Valkyrie war es ja tatsächlich so ähnlich. Da haben sie später noch einen PlayStation Pro Patch zumindest nachgeliefert, der die Grafik ein bisschen aufbohrt. Die ist tatsächlich auch nicht auf dem Niveau wie zum Beispiel dieser Titel oder die Vorzeigetitel von Sony. Also was heißt nicht auf dem Niveau von der Auflösung her? Naja, es tat sich halt was auch im Nachhinein. Bei Battlezone gab es jetzt schon den zweiten Patch, wenn ich mich nicht täusche. Aber an der Grafik oder so haben sie noch nicht wieder geschraubt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich hier alle Federn aufgesammelt habe. Ich weiß auch nicht, warum er sagt, ich fliege mal hier rein. Da, so, nächster Job. Und dann, glaube ich, die Krähen sammeln sich in der Nähe. Einen einzelnen Adler greifen sie an, aber bei zweien überlegen sie. Ja. Ihr kleinen Krähen, ey, ich schnitze euch vor meinem. Ich sag ja, ey, diese merkwürdige Abschießerei in der Luft ist voll mein Ding. Wow. Ah, ja. Es würde mich mal interessieren, wie der Multiplayer ist. Langsam werde ich neugierig, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr üben, ey. Richtig viele von den Viechern am Start. Ich kann übrigens nicht immer schießen. Das dauert immer so eine Zeit. Oh oh, bis sich das wieder auflädt. Meine Güte, ey, jetzt fällt hier was los. Zack, da ist er.
Oh oh, meine Güte, jetzt wird's auch gerade noch ein bisschen hektisch. Den habe ich erwischt. Uah. Hey, hey, wenn ich so einen engen Kreis fliege, kriege ich aber hier doch das erste Mal ein bisschen Motion Sickness. Was ist denn los? Wo ist mein Kumpel? Da ist er. Hallo. Mein Partner, Entschuldigung, ich bin offensichtlich als Adler ja schon in einer Beziehung. Wo seid ihr? Da seid ihr, Schweinchen. Oh, jetzt ist aber... Hallo? Ich habe beim letzten Mal Keimschutz 2 getroffen, das war ganz cool. Ah, jetzt treffe ich noch Keimschutz 1. Das war gut. Aber... Naja, okay, 2 Sterne. Kann man machen. Kann man alles machen. Irgendwie. Okay. Ich würde aber mal sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss für heute. Ey. Okay, ich habe ein neues Nest. Fein. Machen wir Schluss für heute und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, mit mir hier diesen Quatsch zu machen. Und wir sehen uns wieder. Das war's von mir, Mutensen. Bleibt dabei und gebt mir gerne Kommentare, schreibt mir mal, da freue ich mich drüber. Subscribe natürlich auch gerne und ja, erzählt weiter, dass ihr so ein Spinner-VR-Spiele macht und darüber redet. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.